Und damit willkommen zurück zu Part 2 von Professor Lindes Anruf. Gehen wir endlich mal weiter. Ja, in der ersten Folge, haben wir ein Pokémon erhalten, sind auf die Reise gegangen zu Mr. Pokémon, haben Professor Eichel getroffen, der uns seinen Pokédex gegeben hat. Und jetzt ruft uns gerade Professor Linde an. Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein, bitte komm hier zurück. Blick. Was? Ja, dann chillen wir uns mal wieder runter. Durchs dünne Gras. Verdammt! Was haben wir denn? Bestimmt wieder ein Hut. Natürlich. Ja, schön. Ja, schön. Ich werde das jetzt langsam vorspulen, ganz ehrlich. Das Trainerkämpfe lasse ich wegen mir. Arena-Kämpfe sowieso. Aber hohes Graskämpfe. Nein. Nein. Ach, der Spanner, der mich getreten hat. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeig dir, was ich meine. Was hat denn der für eine Frisur? Spacko möchte kämpfen. So. Endivier. Oh, Level 5. Wir sind schon Level 7. So, ich würde mal sagen, wir machen Raserei. Puh. Gut, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Probieren wir mal Kratzer aus. Das macht schon mehr Schaden. Oh. Natürlich muss er direkt kratzen, ist doch... Hä? Wie die Zahl dann immer noch so lustig wegspringt. Wow. Und Kratzer. Ja, sieht man ja mal, welche Verschwendung. Boah, so viel EP. Level 8. Spacko wurde besiegt. Ach, du bist wenigstens früh über deinen Sieg. Oh cool, einen Trank habe ich sozusagen bekommen. Mein Name ist 3 Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Mach das. Geh einfach, lass mich in Frieden. Geh einfach, danke. So. Was ist eigentlich da unten? Bestimmt nichts. Ha, wusstest du auch. Ich wollte nur gucken. Ja, schön, schön. Ups. Wahrscheinlich hat der andere Spaß das Pokémon geklaut. 100 Pro. Wette ich drum. Hat das 100 Pro geklaut. Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen wurde. Ach. War so offensichtlich. Ich habe von Professor Linde einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelte es sich um einen jungen Mann mit langroten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Ach, ich darf den jetzt auch noch benennen. Wie habe ich den anderen benannt? Weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich jetzt gerade nachgucken. Ich guck mal eben nach. Ah. Gut. Suchen bringt eigentlich nichts. Im letzten, also im Pokémons Markt, das ist ja Maike gewesen, also ein festgeschriebener Name. Wen nenne ich denn den? Wer hat denn rote Haare? Keine Ahnung. Nenne ich ihn denn? Der Feind von Frank. Wer ist denn das? Ich nenne ihn einfach... Arschgesicht. Nein, natürlich nicht. Ich nenne einfach Horst. Ja, Horst, der gefürchtete Horst. Mir fällt echt kein Name ein, also... Horst. Okay, sein Name war also Horst. Danke, dass du mir bei der Ermittlung geholfen hast. Oh mein Gott, dieser Horst. Frank, das ist schrecklich. Um was handelt es sich bei Mr. Pokémons großer Entdeckung? Frank übergibt Professor Linde das Rätselei. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie?
Professor Eichel hat dir einen Pokédex gegeben. Ist das wahr? Das ist unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Frank, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächsten Arenen befinden sich in Viola City, Frank. Der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Ja, ich gehe noch zu meiner Mama. Jetzt nervt er schon wieder. Frank, benutze dies auf deiner Pokédex-Reise. Frank erhält Pokéball. Ach, du großer Gott. Ja, jetzt geht's schon los. Ich weiß nämlich nicht, welche Pokémon ich will. Ich habe schon ein paar Namen. Ich weiß da schon. Zwei Pokémon weiß ich noch, die ich nehme. Eines davon kennt ihr noch aus dem letzten. So, wo sind sie? Ist immer noch am Kochen? Ja, sie sind am Kochen. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Habe ich gegessen. Was? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay. Ach, ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ah, ich weiß. Ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Ja. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Freunde. Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Das heißt, sie hat jetzt mein Geld? Gut. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen da mal los. Oh, was will der jetzt? Ich habe dich schon öfters gesehen. Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Du willst, dass ich dir zeige, wie man Pokémon fängt? Nein. Okay, oh, in Ordnung. Egal, wenn du viele Pokémon fangen möchtest, musst du weite Wege gehen. Aber danke, ich weiß, wie das geht. Einfach schwächen und am besten paralysieren. Am besten ist es natürlich, wenn sie schlafen, ist ja wieder noch besser die Chance, dass sie gefangen werden. Ich möchte auch keinen Hutthut fangen. Ich glaube, ich hole mir noch. Ja, ich glaube. Ach, es ist doof. Zwei Wasser-Pokémon sind Kacke. Ja, schön tot. Oh, Level ab. Sehr schön. Hutthut. Ups. Muss ich lang. Da. Wächst. Ist da wieder was gewachsen? Oh, schade. Ups. Ich. Ah, Finger weg von der Leertaste. Ja, das spule ich auch vom Pokécenter. Ups. Dass man das nicht runterregeln kann, irgendwie von der Geschwindigkeit. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ah, okay, gehen wir mal weiter hoch. Hier muss es ja irgendwie weitergehen. Ich will auch noch Stufe 10 erreichen, irgendwie. So, da war ich ja auch schon. Habe ich eine Karte? Ein Item aus deinem Beutel kann auf Select gelegt werden. Ja, schön. Habe ich eine Karte? Na, super. Ja. Oh, ein Radfatz. Will ich nicht. Geh weg. Oh, ja. Ach, vielleicht sind die jetzt mit ihrem Pokékampf da fertig. Vielleicht kann ich da jetzt hochgehen. Oh. Und sind sie fertig? Oh. Ich habe verloren. Ich muss noch mehr Pokémon fangen. Warte, du siehst schwach aus. Lass uns kämpfen. Was soll das jetzt heißen, du Stricher? Das sieht aus, als hätte man ihm irgendwie aufs Auge gehauen. Teenager Julian möchte kämpfen. Ein Radfratz. Oh, Level 4. Boah, bist du Badass, ey. Komm, kriegst einen Kratzer. Heilige Scheiße, ey. Und nochmal ein Kratzer. Husch. Husch. Radfratz wurde besiegt. Bling. Und Level 10. Und wir lernen noch nichts. Gut. Ich müsste jetzt aber auch bald Aquaknarre lernen, glaube ich. Ein Teil nach Hause. Ah, so ist das also. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Da musst du kämpfen. Das heißt, im Endeffekt habe ich noch ein bisschen Geld im Petto, falls ich mal in Ohnmacht falle. Und der zwei Pokémon, das gefällt mir nicht. Oh, ein Taubsi. Taubsi will ich auch haben. Taubsi ist awesome.
Ja, gut. Level 2 ist natürlich sehr schwach. Gut, was kommt noch? Ein Radfratz, natürlich. Da kriegst du einen Kratzer ab. Holla, die Waldfee. Und er steht wie eine Wand. Und noch ein Kratzer. Kani Money hat gewonnen, natürlich. Frank erhält 64 und schickt einen Teil nach Hause. Genau, mitten im, einfach so in der Prärie schicke ich mal ein bisschen Geld nach Hause. Gut. Hut, 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 hut. Schade, dass man nicht pro Kampf Geld kriegt. Ich bin kein Trainer. Wenn du ein Auge siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Ich muss den nicht mal angucken. Ein Radfratz. Und bist du ein Trainer? Anstatt eines Käfer-Pokémons traf ich auf einen Trainer. Ja, wenn du nicht im Gras bist, findest du auch keine Pokémon, Junge. Ja, Käfersammler. Uli! Uli will kämpfen! Raupi! Ja, ein Raupi will ich auch haben. Weil ich die Endentwicklung am geilsten finde. Ui. Ja, Fahnenschuss senkt die Initiative. Aha. Raserei reicht, glaube ich. Hadouken! Raupi wurde besiegt. Oh, komm schon. Uli schickt noch einen Raupi. Na ja, gut. Nochmal Raserei. Ja, es macht eigentlich ganz angenehmen Schaden. Boah, Dairo verfällt in Raserei. Machen wir es doch gerade nochmal. Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich, Raserei. So, bling! Und Level 11. Und immer noch nichts gelernt. Wann hätte ich denn die Aquaknarre? Müsste ich doch eigentlich auch bald kriegen. Boah, diese Stufe ist hier voll sinnbefreit. Ah, hier ist ein Item. Ja, diese random platzierten Pokébälle sind Items. Es gibt auch versteckte Items, da müsste ich eigentlich die ganze Zeit die A-Taste hämmern. Ein Gnuffensa. Will ich das? Nein. Das ist, glaube ich, Pflanze. 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 Nee. Boah, was? Au. Nee. Au, ey. Eieieiei. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Guck mal, da ist ein Item. Frank findet gegen Giffman. Frank steckt gegen Giffman in die Itemtasche. Gucken wir mal in die Höhle rein. Okay, gut, ist mir doch zu dunkel. Da hat man zwar jetzt kurzzeitig den Weg gesehen, aber nein. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Bitterbeere. Was macht denn eine Bitterbeere? Ey, yo. Habe ich mich auf den Fuß nach Pokémon zu viel gelaufen? Meine Füße schmerzen, ich bin müde. Leg dich einfach mittendrin auf den Boden. So, was ist denn diese Selbstheilung 10 KP? Bei Verwirren. Ja, warum nicht? Frank findet Pokéball, Mann. Mann, ich will einen Taubsi fangen. Der will bestimmt kämpfen. Ich glaube, ich gebe meinen Dairot nochmal eine Beere. Nein, nicht. Okay. Gib. Und weiter geht's. Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns krampfen, habe ich. Genau, lass uns mal krampfen. Eine ordentliche Runde krampfen. Och, was? Vier. Okay, bestimmt. Greg? Achso, der heißt Greg. Okay, da kann ich nur herzlich drüber lachen. Bluff. Oh yes. Noch ein Raupi, ist das auch Level 2? Dann, ja gut, dann spule ich den Kampf mal vor. Oh, ein Hornio. Sehr schön. Ja, wunderbar. Er ging viermal irgendwie so schwache Dinger, das ich bitte euch.
Komm, Topsy, 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 Topsy. Verdammte Scheiße. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Ja, ich hätte ganz gerne mal noch mehr Pokémon oder sowas. Oh, ein Pokécenter, sehr schön. Ich weiß nicht mehr, was der Arena für Pokémon-Arten sind. Psycho, Käfer, oder es ist hier auch Stein. Ich hab absolut null Plan. Guck mal einfach mal. Steht doch hier immer. Viola City, Pokémon Arena. Sagt er das? Hey, zwar bin ich kein Trainer, aber ich kann dir gute Tipps geben. Glaub mir, wenn du es tust, kann dein Traum von der Meisterschaft in Erfüllung gehen. Du glaubst ja, dann pass auf. Typ Pflanze ist schwach gegen Typ Flug. Das solltest du dir merken. Also das ist eine Pflanzenarena direkt als erstes. Ernsthaft? Dann brauche ich einen Taubsi. Aber warum ist hier dunkel, Mann? Das kotzt voll an. Guck mal, hier ist eine Beere. Eine Antiparabeere. Das ist wahrscheinlich eine Antiparalysebeere. Guck ich mich mal hier ein bisschen um. Ja, will ich gegen den kämpfen? Ich will mal speichern, wenn ich ehrlich bin. Boah, ich spiele schon eine Stunde. What? Okay. Warte, warum die Eile? Warst du schon in der Pokémon-Arena? Dort kannst du deine Pokémon auf die Probe stellen. Was? Es ist eine Art Ritus für alle Trainer. Also ich darf mich nicht erkunden. Boah, ist das fies. Was haben wir denn hier? Hi. Oh, der lässt mich vorbei. Wahnsinn. Guck mal, eine Höhle. Was? Dieser Ort strahlt eine eigenartige Mystik aus. Man könnte es schon fast als ätherisch bezeichnen. Ich finde es gerade ein bisschen scary. Tschüss. Da will ich nicht hin. Hey, da unten geht's auch rein. Da kann ich nicht rein. Gut. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich ein paar Nerds. Da gehe ich wieder raus. Ich verpasse bestimmt die ganzen Items. Was haben wir hier? Willkommen in diesem Raum. Super. Und dies sind verschiebbare Bodenplatten, die ein Pokémon darstellen, das von Menschen aus der Antike gemalt wurden. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Rechts findest du eine Beschreibung des Pokémons. Also hier. Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckt und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtete. Fünf. Ich würde jetzt mal rein spontan sagen, dass die Ecken da mal in die Ecken kommen. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Nee. Vielleicht hier. Ich komme gerade wie so ein Wimmelwildspiel. Doch das passt. Das kann dann dahin. Sorry, wenn ich das jetzt gerade versuche ohne Sinn, aber nee, das macht da keinen Sinn, da auch nicht. Hier. Nee, hier, denke ich. Das kann dann wahrscheinlich nur hier unten hin. Ja, wäre das nicht so eine verschwommene Grafik? Also langsam nimmt es Form an, ne? Ich habe echt keine Ahnung, ob ich da was richtig oder falsch mache. Ich glaube eher, dass das hier völlig falsch ist.
Was soll das überhaupt darstellen? Ich glaube, hier liege ich falsch. Kommt das dann vielleicht doch so hin? Oder muss das dann... Ne, das muss wahrscheinlich... Habe ich das jetzt schon? Das sieht ein bisschen falsch aus. Er sieht vor allem komisch aus. Ich lasse es mal. Naja, ein Versuch war es wert. Ja, ich überziehe schon wieder ein Part, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Stadt, also in der nächsten Folge wieder. Ich werde mal Dalroth ein bisschen trainieren, bis Stufe 15, denke ich. Und dann, ja, gucke ich mal, ob ich irgendwie Tag kriege oder sowas. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.